und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und jetzt eine halbe Stunde hoffentlich mitbringen für meine tollen Streiterinnen, ja, die kampfeslustigen, politischen, feministischen, wunderbaren Frauen. Die eine ist Kapitänin, Biologin, Aktivistin bei der Sea-Watch und die andere hat Friday for Future in Deutschland gestartet, ist Studentin und beide sind jetzt Autorinnen. Deswegen haben wir sie heute hier auf der Buchmesse. Einen großen Applaus bitte für Luisa Neubauer und Pia Klemp. Oh, gibt es Präferenzen? Links oder rechts? Pia Klemp, wir nehmen Sie einfach mal in die Mitte. Am liebsten links. Schon gleich eine politische Entscheidung. Keine Angst, Frau Neubauer, wenn Sie jetzt rechts außen sitzen. Ja, willkommen bei den Streiterinnen zum Thema Land in Sicht, Females for Future. Sind Sie die Zukunft, Frau Klemp? Können Sie was anfangen mit diesem Titel für diese Runde? Ich wäre viel lieber was für die Gegenwart, die auf die Zukunft hinarbeitet. Und ja, vor allem würde ich gerne sehen, dass das viele von uns sind und nicht nur Einzelpersonen. Ja. Wir hoffen natürlich, dass es bald viele Females gibt, die so politisch aktiv sind wie Sie beide. Sie stechen in See mit einer Crew aus Hippies, Punks und Landratten, um Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. Es heißt, lasst uns mit den Toten tanzen. Dort vorne stehen beide Bücher und wir haben sie auch eingeblendet. Sie haben über 1000 Menschen erfolgreich das Leben gerettet, Menschen, die Zuflucht in Europa gesucht haben. Was ist die Basis Ihres Handelns? Ein Grundverständnis über Verantwortung, die ich übernehmen muss, wenn ich Freiheit haben möchte. Und dazu gehört, Menschen in Not zu helfen, wenn ich gerade, vor allem wenn ich das kann, mit den Skills, die ich habe als Seefahrerin. Und es geht für mich aber mit sehr vielen anderen Themen überein. Welche sind das? An welche denken Sie? Für mich, wo das alles zusammenläuft, ist die Kritik am patriarchalen Kapitalismus, der nicht nur der Grund dafür ist, dass es überhaupt diese ganzen Fluchtursachen gibt, der Grund dafür ist, dass ihnen keine sicheren und legalen Einreisewege zustehen, der Grund dafür ist, dass die zivile Seenotrettung so blockiert und bekämpft wird, sondern genauso der Grund dafür ist, dass unser Planet kaputt gewirtschaftet wird, dass Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und das muss dann auf allen verschiedenen Ebenen bekämpft werden. Ich gebe die Frage noch mal weiter an Luisa Neubauer. Was ist die Basis Ihres Handelns? Ein Verständnis darüber, dass jeder Mensch, egal wo er oder sie auf dieser Welt geboren ist oder geboren wird, ein Recht auf eine Zukunft, auf einem im Lebensumfeld hat, was ökologisch intakt sein muss. Und nur darauf können Menschenrechte zum Beispiel wirklich verwirklicht werden und umgesetzt werden und verteidigt werden. Nur eingebettet in intakte Ökosysteme kann eigentlich ja echter Wohlstand nachhaltig gebaut werden. Und nur da können Menschen sich so sehr entfalten, wie sie das halt irgendwie wollen. Und dieses Recht auf so ein Leben, auf so eine Zukunft wird ganz vielen Menschen verwehrt, auf die ungerechteste aller Arten und Weisen. Und vielleicht noch angeschlossen daran an die Frage so, wo sind denn die Frauen, die irgendwie aktiv werden? Die sind da. Mhm. Aber wer entscheidet denn, wie Menschen gehört werden, wie Menschen sichtbar gemacht werden? Welche Frauen, die ganz vielen tollen Frauen, die überall sind, überhaupt die Möglichkeit haben, Zugänge zu Bühnen? Und all das, auch all das ist ein Teil vom Problem, weswegen wir hier sitzen vielleicht, aber eigentlich in bester Gesellschaft sind von den vielen Frauen da draußen, die noch viel sichtbarer werden müssen. Und eben stellvertretend für alle, die eben auch handeln, aber nicht diese ganz große Bühne haben. Nun erleben wir sie beide bereits politisiert und auch engagiert mit einer Stimme, die sie erheben für ihre Thematiken. Wer hat sie denn politisiert, Frau Klemp? Oh, das waren ganz viele verschiedene Menschen und aber auch dieses Umfeld, in dem ich groß geworden bin, wo ich auf der einen Seite in meinem näheren Umfeld viele Menschen hatte, die sehr politisch waren und dann aber in einem System lebe, was so ziemlich gegen alles steht, was ich politisch vertreten kann. Also es war eher ein privates Umfeld, es war jetzt ein privates, politisch aktives Umfeld. Ja. Und bei Ihnen, Frau Neubauer?
Diese Frage von der Politisierung ist ja so multifaktoriell. Also auch bei mir waren das ganz viele Instanzen, die aus einem persönlichen, aus einem familiären Umfeld ausgingen. Meine Mutter, Großmutter, Schwester zum Beispiel, die mir ganz schnell gezeigt haben, wie das denn funktioniert, zum Beispiel politisch zu sein oder was die Politik eigentlich ist und warum die nicht immer recht hat und warum sie davon lebt, dass wir mitreden. Und gleichzeitig öffnet das ja aber erst die Augen für die vielen Ungerechtigkeiten da draußen, die einen dann ja ganz schnell weitertragen in den Gedanken und Überzeugungen. Jetzt kommen wir auf Ihre Rettungseinsätze, weil wir gerade noch mal sagen, politisches Handeln hat natürlich Wirkung, hat auch Auswirkungen, hat manchmal auch ganz juristisch ganz direkte Auswirkungen. Ich schaue Sie schon mal an, Frau Klemm. Denn die Rettungseinsätze zum Beispiel vor der libyschen Küste, durch die wurden sie nicht nur sabotiert und oft auch behindert auf See, auch kriminalisiert. Auf welcher politischen Grundlage eigentlich? Auf der politischen Grundlage der staatlichen Repression von Aktivismus, der etwas erreicht hat. Dort, wo Aktivisten zu unbequem werden, greifen Staaten, Systeme oder Einzelstaaten zu Mitteln, um das einzudämmen. Das hat der italienische Staat jetzt nicht neu für uns Seenotretter erfunden, aber es wird jetzt dort angewandt, genau. Ja, es wird zu hart angewandt, es wird zu schnell angewandt und es steht ja auch eigentlich im Widerspruch zu den Menschenrechten. Es steht im sehr großen Widerspruch zu den Menschenrechten. Es zeigt aber auch wieder nur, dass die Erklärung zu den Menschenrechten niemals für alle Menschen gedacht war, sondern für die Einwohner Europas gedacht war und niemand daran gedacht hat, was mit Ländern ist, die durch den imperialistischen Kapitalismus ausgebeutet werden, die durch den Klimawandel zur Flucht gezwungen werden. Und das hat nicht alleine schon durch diese erste Instanz zu vielen Toten geführt, sondern auch durch die Abwehr dieser Flüchtlingsbewegung, der Kriminalisierung und Blockade der Seenotrettung zu vielen weiteren Toten. Das Mittelmeer ist die tödlichste Außengrenze der Welt. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und mit jedem. Viele haben da in diesem Sommer Urlaub gemacht und entspannt gebadet und abends ihre Pasta und Pizza gegessen. Aber man muss eben wissen, es ist ein Friedhof auch. Ja, also mittlerweile gehe ich persönlich fast davon aus, dass die Ertrunkenen der Menschen, die auf der Flucht waren, die größte Biomasse im Mittelmeer ausmachen. Jeder illegal gefangene Fisch kann problemlos sämtliche Grenzen überqueren und diese Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, eben nicht. Aber die Erfahrung machen Sie ja auch, Frau Neuber. Ich will da nochmal nachhaken, wenn wir sagen, es gibt Umweltrechte, es gibt Menschenrechte, es gibt ein Klimaabkommen Paris als Stichwort nochmal und es gibt politische Handelnden, die nicht erfüllen, was wir schriftlich festgehalten haben. War Ihnen diese Diskrepanz schon immer so klar, dass sie auf die Straße gegangen sind oder wird sie eigentlich erst deutlich im Handeln? Das geht nochmal an Sie beide auch nochmal die Frage. Ja, vielleicht passt das zu der Frage von der Politisierung. Ich bin schon lange davon ausgegangen, dass wir als irgendwie Bürgerinnen eines der reichsten Länder der Welt, wenn man das so nennen möchte, worauf dieser Reichtum aufbaut, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber per se wird das ja so bemessen als eines der reichsten und privilegiertesten Länder der Welt, war ich immer davon ausgegangen, dass wir unseren Verantwortung bewusst werden und den Privilegien, die mit diesen, all diesen Möglichkeiten einherkommen. Ich bin, als das Paris-Abkommen unterschrieben wurde, da war ich 19 und in dem Sinne war ich vielleicht so eine Generation Paris. Ich habe das gesehen, ich habe es im Fernsehen verfolgt. Ich war damals schon politisch und auch klimawissenschaftlich interessiert, aber ich war dann auch in dem Augenblick ein bisschen beruhigt und dachte, prima. Und Sie haben geglaubt, dass die Ziele auch umgesetzt werden, dass die Entscheidung... Nee, ich habe nicht nur daran geglaubt. Ich fand, das ist ja keine Glaubensfrage an der Stelle. Ich fand es einfach logisch und also war im rationalen politischen Verständnis davon ausgegangen, dass wenn so etwas verhandelt wird, auf Grundlage all dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja schon viel länger da draußen waren, dass es doch keine Frage sei, dass man sich daran hält. Und welche Regierung kann das denn mit gutem Gewissen irgendwem verkaufen, das einfach über Bord zu schmeißen, einfach weil es politisch opportun ist? Das wäre so verräterisch, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Und das zu lernen, dass man irgendwann 3 Jahre später feststellt, dass all das, wofür da so hart gekämpft wurde, was da zelebriert wurde, als wäre es tatsächlich was Historisches, dass all das anscheinend eine Zusage war, von der die meisten nicht interessiert waren, es tatsächlich einzuhalten. Und heute stehen wir da und sehen, dass alle Zusagen, klimapolitischen Zusagen genommen, bei weitem nicht ausreichen, um irgendwas einzuhalten. Im Gegenteil, es werden Lebensgrundlagen zerstört, das kann man sich nicht vorstellen. Und nur um ein 2-Grad-Ziel einzuhalten, müssten alle Bemühungen verdreifacht werden. Stellt man sich mal eine Bundesregierung vor, denen zu erzählen, sie müssten ihre Bemühungen verdreifachen. Also das ist krass und es wird jeden Tag ein bisschen krasser, wenn wir weiter von dem wegrücken, wo wir eigentlich sein müssen. Aber was entlarven wir genau in diesem Widerspruch von Worten und Nichthandeln? Es ist natürlich die klimapolitische Katastrophe, es ist die Umweltkatastrophe, aber was entlarvt sich noch? Also was entlarven wir noch zwischen dem, was gesagt wird und dem tatsächlichen Nichthandeln? Was heißt das für die Generation? Nee, es geht doch lange nicht mehr um das Klima. Das Klima hat in dem Sinne ja keine Krise. Was eine Krise hat, also die Menschheit hat konkret multiple Krisen, die uns aufs Schärfste bedrohen. Man sagt, dass dass es sozusagen 3 vor 12 ist, dass es daran bemisst man, wie sehr die Menschheit in Gefahr ist. So sehr gefährdet waren wir seit den 50er Jahren nicht mehr, als man mit einem Knopfdruck überlegt hatte, die Menschheit im Endeffekt ein bisschen aussterben zu lassen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Was das doch aber irgendwie entlarvt, ist anscheinend ein Verständnis davon, dass einige Menschen auf dieser Welt mehr wert sind als andere. Und dass die Menschen, die heute hier vor allem im Westen, im globalen Norden das Sagen haben, sich überlegen fühlen all denjenigen gegenüber, die wir schon heute jeden Tag terrorisieren, in der Art und Weise, wie wir leben, und all denjenigen, die vorhaben, hier ein bisschen länger rumzuhängen. Menschen wie mir und meiner Generation, aber alle, die danach kommen. Ja, was es für mich ganz klar entlarvt ist, dass das Problem nicht ein politisches Thema ist, was der Aufgabe nicht gewachsen ist, sondern ein politisches System, was genau dieses Problem haben möchte, die Kluft zwischen sogenannter erster Welt, zweiter und dritter Welt erhalten möchte. Ein System, was diese Anhäufung von Wohlstand auf Kosten anderer, ob das nun Menschen, natürliche Ressourcen, Urwälder, Tiere und so weiter sind. Wissentlich und offenen Auges. Offensichtlich, denn ich glaube nicht, dass wir drei die Einzigen sind, die um alle bewiesenen Menschenrechtsverletzungen wissen, die die Berichte gelesen haben von Wissenschaftlern, die uns ganz klar erzählen, wie wir diesen Planeten in für uns unlebbare Zustände wirtschaften. Das ist ja nichts, was wir uns im stillen Kämmerlein ausgedacht haben, sondern ist ja seit vielen Jahrzehnten alles wissenschaftlich belegt. Und Sie werden mit Ihrem Handeln kriminalisiert. Sie haben Gerichtsverhandlungen. Sie stehen im Grunde vor Gericht und müssen sich dann tatsächlich verantworten. Was heißt das dann für Sie? Das heißt wahrscheinlich im ersten Zug, dass wir irgendetwas richtig gemacht haben, dass wir so sehr dort unten gestört haben, dass zu solchen Maßnahmen gegriffen wird. Das zeigt die verzweifelte Vehemenz der EU oder in diesem Fall Italien als EU-Mitgliedstaat, sich gegen Solidarität zu wehren und das zu bekämpfen, weil es unerträglich scheint, dass Menschen, die auf der Suche nach Zuflucht sind, bei uns ihr Menschenrecht auf Asylantrag wahrnehmen können. Ist das Urteil schon gesprochen? Nein, das Urteil ist noch nicht gesprochen. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall drohen uns 20 Jahre Haft und horrende Geldstrafen. Und? Horrende Geldstrafen. Und horrende Geldstrafen. Jetzt ist das Buch, lasst uns mit den Toten tanzen, mit einem Button belegt, auf dem steht, wenn man das erwirbt, geht davon 1 Euro an Sea-Watch. Richtig, an die eine der Organisationen, die dort unten im zentralen Mittelmeer tätig ist und vielen tausend Menschen schon in Seenot das Leben gerettet hat. Wenn einem so viele juristische Gefahren natürlich auch drohen und Urteile, wenn einem immer wieder Felsbrocken in den Weg gelegt werden, gab es schon mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, ich habe keine Kraft mehr, diesen Weg zu gehen?
ich schmeiß die Klamotten hin, es soll jemand anders den Job machen. Es gab natürlich viele Momente, schmeiß die Klamotten hin, in dem das war genau, haben Sie es gesehen, es war genau geteilt, dass schön, in dem... Danke, dass Sie das so untermalen. natürlich gab es einige Momente, wo der Frust sehr groß Wann ist. Wann war so ein Moment? Es gibt leider unzählige dieser Momente, ob das nun ist, dass man Menschen beim Ertrinken zusehen muss, ob man Wasserleichen findet oder auch wenn man auf einem 30-Meter-Kutter über 400 Menschen zusammengefercht hat, die dann keiner haben will und sich keiner ihrer Rettung oder Verbringung an Land annehmen möchte, ob das EU-finanzierte libysche Milizen sind, die einem mit Beschuss drohen, ob das Gängeleien der Behörden und Polizei in europäischen Häfen sind. Da gibt es diverse Momente, die sehr frustbehaftet sind. Allerdings hat sich bis jetzt mir nie die Frage darüber gestellt, ob ich das lassen soll, weil das wäre schlimmer. Auf den Motor des Weitermachens komme ich gleich nochmal. Kennen Sie so einen Punkt, der, vielleicht nenne ich es inneren Erschöpfung oder zu sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle mal einen Cut? Natürlich, das ist wahrscheinlich auch menschlich, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ich bin nicht so eine Freundin von diesen heroischen Bildern, von den Leuten, die immer Kraft haben. Ich meine, was macht das denn Bild für andere Leute? Ich habe das Gefühl, das wirkt fast abschreckend. Vielleicht müssen wir viel ehrlicher werden darüber, was uns eigentlich erschöpft. Und ich finde es absurd. Wir sitzen hier umgeben von all diesen Leuten, die teilweise irgendwie das halbe Land, halb Europa gereist sein, in irgendwie einen tollen Ambiente, um uns mit großen politischen Fragen zu beschäftigen, während wir immer weiter ohne Ende CO2 in die Luft ballern, als gäbe es keinen Morgen, was Leuten die Luft irgendwo abschneidet. Ich meine, natürlich ist das alles absurd. Es ist absurd, wenn wir mit 1,5 Millionen Menschen auf der Straße stehen, die alle aufbegehren, die alle sagen, so kann es nicht weitergehen, um konfrontiert zu werden mit einem politischen Pakt, der im Endeffekt eine Absage an junge Generationen ist, dass irgendwer Bock hat, sich ernsthaft mit ihren Zukünften zu beschäftigen. Es gibt diese Momente immer wieder, wo man das Gefühl hat, fuck, irgendwo, was sollen wir denn noch machen? Mhm. Und gleichzeitig, naja, wann wissen wir, dass Sie denn so einen Moment? Naja, ununterbrochen, oder? Ich meine, wie oft saß ich in den letzten 10 Monaten in Gesprächsrunden und habe mir angehört, dass anscheinend die Industrie oder das BIP wichtiger ist als die Existenz der Menschheit im Endeffekt, weil es ist eine Menschheitsfrage, mit der wir uns hier beschäftigen. Wie oft wurde mir gesagt, dass es irgendwie zu unbequem ist, sich an Ziele zu halten oder sich mit Ökosystemen zu beschäftigen, dem, wovon wir leben. Mhm. Das ist immer komisch. Ich glaube, dass es wird viel zu selten in dieser Absurdität dargestellt, die es nun mal ist, als würden wir uns irgendwie für so einen Abenteuerspielplatz einsetzen. Oh nein, die ungeduldigen Kinder. Wie absurd. Ziele, die von allen Seiten verhandelt wurden. Wissenschaftliche Grundlagen, die so bekannt sind. Wieso müssen jetzt ausgerechnet Kinder auf die Straße gehen, das auf den Tisch legen? Es ist richtig krank. Es ist eine kranke Welt und es gibt jeden Grund zu sagen, nee, Leute, wisst ihr was? Ich weiß nicht weiter. Aber. Mhm. Und dieses Aber dann eben doch weiterzumachen? Ja, gibt sich bei mir. Also leider ist es traurig, das zu sagen, weil viel dieser Motivation ergibt sich genau aus der Verneinung all dieser frustrierenden Missstände. Es ist einfach eine so große Ungerechtigkeit an so vielen Ecken und Enden zu beobachten, dass es für mich die absolute Selbstaufgabe wäre, also viel schlimmer als zu versuchen und es dabei schwierig zu haben, es halt sein zu lassen. Es ist bei Friday for Future eine Bewegung, die sich international vernetzt hat, die auch international zu bestimmten Terminen auch agiert und damit auch eine hohe Aufmerksamkeit hat. Wie schauen Sie darauf? Ich sehe die Fridays for Future Bewegung als einen sehr wichtigen Teil einer ökologischen Revolution an, die wir ganz dringend brauchen, wenn wir diesen Planeten weiter bewohnen möchten. Und es ist
toll, wie viele Menschen dort auf die Straße gehen, wie viele Menschen sich dieses Themas wieder annehmen. Es ist ja nun mal ein Thema, dessen die Linke sich zum Beispiel seit vielen Jahren leider etwas verwehrt hat. Und ich hoffe, dass dieses Empören bleibt, dass all diese Menschen noch mehr Menschen auf die Straße bringen und vor allem zu einem radikalen Umschwung führen, den wir brauchen. Wie wichtig sind die Frauen bei diesem radikalen Umschwung? Weil wir sitzen ja auf der Bühne mit dem Titel Females for Future. Macht es einen Unterschied, ob es Männer in die Zukunft schauen oder Females? Natürlich, offensichtlich. Warum sitzen wir denn heute in diesen ganzen Krisen? Also, ne, die großen Schalthebel in der Vergangenheit wurden nicht von Frauen bedient. Mhm. Das heißt nicht, das wäre natürlich jetzt auch bequem zu sagen, dann löst doch das alles auf für uns, liebe Frauen auf der Welt. So funktioniert es nicht. Aber wenn wir in der gleichen Logik, wie wir das Problem verursacht haben, probieren es zu lösen, dann nähern wir uns dem an, was Albert Einstein als Wahnsinn beschreibt. So funktioniert es nicht. Und natürlich reden wir, wenn wir von diesen ganzen Krisen sprechen, auch von Krisen in Machtkonstellationen, in Entscheidungsfindungen. Und deswegen ist zum Beispiel die Frage vom Klimaschutz auch immer eine feministische Frage, weil wir nun mal in einer sexistischen Krise sind. Frau Klemm? Ja, ich würde dabei aber trotzdem sehr gerne die Männer sehen. Für mich ist es nicht so sehr eine Geschlechterfrage, als mehr eine Frage nach der Form der Gesellschaft, was dann ganz klar das Patriarchat ist, was diese ganzen Hebel bewegt hat und diese zerstörerischen Systeme in Gang gesetzt hat. Es braucht eine ökologische, freiheitliche, gleichberechtigte, feministische Gesellschaft, zu der alle Geschlechter gehören. Sie wollen alle mitnehmen. Bitteschön. Wenn man merkt, dass Regierungen nicht so handeln, wie sie es formulieren oder wie sie es versprechen, da gibt es einige Bewegungen jetzt im Netz natürlich, aber auch welche, die sich in roten Gewändern auf der Straße zeigen, Extinction Rebellion, die sagen, wir müssen die Schraube noch mal enger drehen, wir müssen noch aggressiver, noch lauter, anders agieren, vielleicht noch ganz neue Wege gehen. Ist das notwendig in Ihren Augen, Frau Neubauer? Ja. Warum? Weil das, was bisher passiert ist, das, was bisher gesehen wurde auf der Straße, das, was bisher gesagt wurde, nicht zu einem für uns alle zufriedenstellenden Klimapaket geführt hat? Oder warum? Ja, also was ist denn ziviler Ungehorsam? Das ist im Endeffekt, wenn wir in einem Konflikt sind, wo die Ungerechtigkeiten so groß sind, dass die einzige Möglichkeit ist, gegen diese Ungerechtigkeiten aufzubegehren. Und ich finde es merkwürdig, wie wir es schaffen, Gandhi und Martin Luther King abzufeiern als die großen Helden der Geschichte, wo sie doch genau das gemacht haben, gegen Ungerechtigkeiten, die scheinbar unüberwindbar waren, aufzubegehren. Und jetzt so aber zu tun, als wäre es irgendwie das Absurdeste, was man sich vorstellen kann, wenn Menschen sich davon inspirieren lassen. Heißt es, dass die Klimakrise nicht ungerecht genug ist? Sorry, Leute, aber so ist es. Und im Idealfall, der Plan A wäre immer gewesen, dass all das nicht notwendig ist, dass wir uns mit anderen Fragen beschäftigen, von denen es ja auch genug gibt. Und das heißt, die erste Frage, wenn wir von Bewegungen wie Extinction Rebellion sprechen, muss doch sein, liebe Politik, liebe Regierung, wann handelt ihr, wann legt ihr los, wann hört ihr zu, wann hält ihr eure eigenen Ziele ein, wann hört ihr auf die Wissenschaft, wann macht ihr einfach das, was ihr euch selbst mal versprochen habt. Das sind die entscheidenden Fragen. Und solange die nicht angegangen werden, solange die nicht aufgeworfen werden, solange damit nicht die Menschen konfrontiert werden, solange braucht es eben Akteure wie Fridays for Future, wie Extinction Rebellion, wie Ende Gelände und all die anderen. Aber es ist nie der Plan A gewesen. Jetzt sind die Stimmen da, sie sind auf der Straße, sie sind in den Medien vertreten, sie sind in den eigenen Netzwerken vertreten. Und trotzdem kann man sagen, dass es auch eine Kommunikationskrise ist, wenn man auf das Klimapaket, ich komme noch mal darauf, weil es diese Woche verabschiedet wurde, ist, schaut, das ja enttäuschend war. Ja. Ist es eine Kommunikationskrise und warum? Ich war nur bei enttäuschendem Klimapaket, ja.
Ja, das ist definitiv eine Kommunikationskrise auf allen möglichen Ebenen, weil die Frage ist ja, wir schreiben es auch in unserem Buch ein bisschen ausführlicher, wie schaffen wir es, eine Sprache zu finden für eine Krise, die größer ist als all das, was wir uns eigentlich vorstellen können? Wie schaffen wir es, in Worte zu fassen, was gerade passiert und damit Dringlichkeit zu übermitteln und die Absolutheit der wissenschaftlichen Wahrheit? Und das, daran scheitern wir schon. Wir nennen das globale Erwärmung, als würden wir so eine Badewanne, so ein bisschen heißes Wasser dazu kippen. Aber dabei brennt längst das Haus. Mhm. Und das geht weiter und auf einmal fangen wir an, über eine Klimakrise zu sprechen, die wir aber nicht angehen können, weil Industrie und BIP und überhaupt die Politik dem im Weg steht. Und was der Kern von all dem ist, das ist doch der Mensch. Und dieser Faktor Mensch ist völlig aus dieser Debatte verschwunden. Wir haben praktisch die Klimakrise entmenschlicht. Und deswegen können wir auch über die Industrie sprechen, die gegenüber von der Klimakrise spricht und uns alle irgendwie damit wohlfühlen. Wie krass. Was ist das für eine Welt? Und erst wenn wir es schaffen, wieder den Menschen und Menschen und Lebewesen natürlich in den Mittelpunkt von diesen Debatten zu rücken und uns zu fragen, was ist denn das, was eine ökologische Welt für alle ist? Erst dann schaffen wir es doch auch nachhaltig, diese Klimakrise so anzugehen, wie es von uns verlangt. Also zu jedem Einzelnen dann auch zurückzuholen, der es für sich dann spürbar macht und dann hoffentlich in das entsprechende Handeln dann umsetzt. Jetzt ist unsere Zeit fast zu Ende. Man muss das Buch jetzt doch kaufen. Beide, also vom Ende der Klimakrise eine Geschichte unserer Zukunft oder lasst uns mit den Toten tanzen von Luisa Neubauer und Pia Klemm. Darf ich noch was Kurzes? Die dürfen noch was. Ich bin auch noch nicht ganz. Ich finde, solche Gesprächsformate haben oft so was total Tragisches. Und jetzt, also ich würde jetzt nach Hause gehen und sagen, oh, fuck it. Und ich denke eigentlich, ich finde, es ist ganz entscheidend, dass wir über diese Punkte von Zuversicht sprechen. Weil das ist ja auch ein Teil von diesen Geschichten, die wir vielleicht hier erzählen, wenn wir hier sitzen. Wir müssen anfangen, uns ernster zu nehmen. Wir müssen anfangen, unsere eigenen Taten und unsere Nicht-Taten, das, was wir sagen und eben nicht sagen, ernster zu nehmen. Weil wenn es eins lehrt gerade, ist, dass wenn du die Dinge, die Ungerechtigkeit nicht angehst, dann ist nun mal die Wahrscheinlichkeit groß, dass es niemand anders macht. Mhm. Das heißt, wenn wir zurückblicken auf die letzten Zeit, was passiert ist, wie viele Menschenleben gerettet wurden, ganz, ganz konkret, wie viele Menschen vielleicht anfangen, ein bisschen über die Klimakrise nachzudenken, was könnten wir denn noch alles schaffen, wenn wir diese Anstrengungen verdoppeln und verdreifachen und immer mehr Menschen dazu holen. Das muss doch die größte Motivation für alles sein. Also die Verantwortung auch zu jedem Einzelnen selbst zurückzuholen. Ja, und dann aber mit einer Portion Selbstvertrauen und vor allem Selbstbewusstsein über das eigene politische Handeln da mitzuwirken. Ich danke Luisa Neubauer und ich danke Pia Klemp für diese Runde hier, Streiterin. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das ist Ihr Applaus.